Hallo zusammen. Lone Sails ist ein Spiel, das ich schon lange, lange spielen wollte. Nie dazu gekommen bin. Jetzt war es gerade bei Steam im Sale. Und ich dachte, endlich mal die Gelegenheit, da reinzuschauen, es zu genießen an diesem Sonntag. Ganz ruhig und entspannt. Ich glaube, hier hat jemand seinen Vater begraben. Ich glaube, das ist mein altes Kinderzimmer. Man kann überall reinzoomen. Wie süß. Und ja, ich werde den Briefkasten mitnehmen. Sieht ziemlich zerstört aus, alles hier. Kinderwagen im Keller. Mein Koffer will nicht mit. Es ist irgendwie ein sehr trauriger Abschied. Alles zerstört, Vater tot. Old Town und Beach. Geht zum Schiff. Ich glaube nicht, dass das ein fröhliches Spiel wird. Was haben wir hier auf dem Stein? Möwen.
Jetzt haben wir hier. Ciao. Okay, die Energie scheint voll zu sein. Wenn es brennt. Mehr Haken. Ein Bett. Erinnerungen aufhängen. Okay. Wir bewegen uns vor. Das ist laut. Mehr Energie. No. Ich möchte all die Sachen einsammeln. All die Energie, die ich habe. Und immer nur ein Teil reinsetzen. Und ich glaube, ich habe nämlich irgendwas verschwendet. Kann ich das da festmachen? Nee.
mehr von den Wasserteilen einsammeln. Hier drüben. Mehr Weg, okay. Ich weiß also nicht viel über dieses Spiel, außer dass ich neugierig bin und es um die Reise geht. Den Abschied. Das Gefühl, bald erreichen wir das Meer. Und anscheinend auch ein bisschen Ressourcenmanagement. Ich frage mich, was das hier ist. Ein Ölfass? Lass uns mal zur Umfrage. Ups. Nicht runterrollen, nicht runterrollen, nicht runterrollen. Die Steigung schaffst du. Denn ist die Hafenmauer. Vertrau dir. Yes. Und voran geht's. Fahne weht. Ups. Oh. Ich kann alles Mögliche aufhängen. Päckchen. Dann kommst du nämlich hinten ins Schlafzimmer.
Du da dran. Und weiter geht's. Entlang dieser riesigen alten Mauer. Hafenpromenade. Kriege ich dich irgendwie runter? Ich kann dich rückwärts fahren. Ich muss einfach noch ein Stückchen weiterfahren. Das erste Rätsel. Das ist ein alter Hafenkran. So sah es hier früher aus. Wo sind meine Segel? Wir brauchen den Treibstoff nicht mehr, wenn der Wind weht. Gott, diese Musik. Dich anhalten? Ja, indem ich einfach wieder dagegen laufe. Ich glaube, viel Wasser ist nicht mehr vorhanden. Ich dachte, ich könnte das Klavier vielleicht mitnehmen. Der Bus hat es auch nicht geschafft.
Lone kriegt es wirklich gut rein. Luna. Frachtschiff. Können wir einfach reinfahren oder... Mehr Koffer. Was ist das hier? Eine Dose Sardinen anscheinend. Frage ist. Oh. Oh. Oh, oh. Das ist einfach nur der Notstand. Komme ich rückwärts? Ah, da ist die Treppe nach unten. Loch. Unterm Haus. Mehr Stuff. Nehmen wir dich mal mit. Da ist eine. Wieder ein Bild. Okay, bringen wir dich erstmal rein. Ich weiß nicht, wofür die Schraube gut ist. Vielleicht brauche ich sie hier unten. Aber es ist schade, wenn ich etwas. Ich glaube, der Knopf da ist das, was ich auslösen muss. Aber diese Glocke hier. Store 15 objects inside the Okomotiv. Okay. Oh, nicht abhauen. Ich habe genau gesehen, wie du rausgerollt bist. Schnapsflasche. Schnapsflasche kommt auch ins Schlafzimmer. Weiter geht's. Und wir merken uns. Keine Dinge rammen. Dinge rammen macht Feuer und verbraucht Treibstoff.
Gut zu wissen. Ein Stoppschild. Halten wir uns ein Stoppschild? Sind wir schon drüber? Ich hoffe, wir sind schnell genug, um da durchzubrechen. Wir sind's. Kämpft sich ein bisschen ab, aber ich möchte ungern meinen Treibstoff verbrauchen, wenn ich es nicht brauche. Wenn es nicht sein muss. Das nächste Hindernis. Hat immerhin kein Feuer ausgelöst. Jetzt verstehe ich auch den Grund für Haken. Dinge fliegen sonst durch die Gegend. Irgendwo ist mein Stuhl hingeflogen. Oh, aufs Bett. Vielleicht ist die Tasche nicht ganz so wichtig wie diese Fässer, wofür auch immer die gut sind. Ich bin sicher, der Briefkasten ist besonders wichtig. Da oben sind Sachen. Eine weitere Lampe. Take it. Schwebe runter. Gut zu wissen.
Oh, shit, 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 shit. Runter mit den Segeln, runter mit den Segeln, runter mit den Segeln, runter. Das war knapp. Ich möchte nicht die Segel abgerissen bekommen. Ich glaube, kein Wind. Schön einhaken. Päckchen einsammeln. Ich glaube, ich preloade schon mal und damit ich am nächsten nur noch dagegen springen muss. Ein kleines Segelboot. Mehr Stuff. Weil wahrscheinlich das Bremsen gar nicht gut ist, um meinen Treibstoff einzuteilen. Warte mal, bei Gegenwind sollte ich vielleicht nicht die Segel raus haben. Sind immer noch nicht an der Küste angekommen.
Speed-Anzeige ist kaputt gegangen. Ich glaube nicht, dass die mit Wasser drauf sprühen retten kann. Darauf achten, ob wir noch irgendwas in den Schatten sehen. Brauchen wir Reparaturwerkzeuge. Thank you.
Gut, dass wir da nicht mit vollem Speed gegen gerannt sind. Können wir erkennen, was hier drauf ist? Sehr dunkel hier. Du musst mal nicht auf diese Seite. Ah, das ist eine Reparaturteil. Schieben die Sache schnell nach vorne. Ich kann den nicht einfach. Vorher kann das Ding gar nicht wegrollen. Ein bisschen sortieren. Muss ein bisschen reparieren. Reparierte? Ja. Das wollte ich nicht. Jetzt haben wir eine Menge Energie verschwendet. Nicht so, als wäre die Energie kompakter. Oh, da hinten in der Entfernung ist noch ein Licht. Ich glaube, wir haben den Hafen noch.
Tür aus dem Rollen fahren. Ich muss eh nachladen. Und irgendwas ist noch kaputt. Das ist heile. Ich glaube, ich muss. Ja. Vorne die drei Balken zeigen an, was heil ist und was nicht. Ist auch. Ich muss langsam anfangen, im Schlafzimmer Dinge zu lagern. Nee, möchte ich nicht kicken. Danke. Und einmal durch, bitte. Ein Radio.
Es gibt anscheinend Achievements, um Dinge einzusammeln. Ergo muss ich wohl Dinge einsammeln. Wahrscheinlich ist es eine Falle, umso mehr Sachen ich einsammle als Momento. Umso mehr Energie verbrauche ich. Jemand ist vor mir hier lang gefahren. Ich hoffe, ich habe ihn nicht zu lange übersehen. Kaputte Pipelines, Windräder oder Stromkabel, die hier liegen. Wirklich relaxing. Ja, jemand ist vor mir hier lang gefahren. Felder, Bauernhof. Anscheinend bin ich durch den Hafen oder den. Sie haben Tiere! Büffel! Hallo! Einen Büffel umfahren. Scheint nicht im ausgetrockneten Amerika. Oh, das Häuschen haben wir hinten in einer der Stationen gesehen. Ich glaube in der Brücke. Das ist also ein bisschen begraben unterm Staub. Nicht brechen. The Blue Isles, a fresh start. Die blauen Inseln, ein Neustart. Old Coast Shop nach rechts. Okay. Reicht der Wind aus, um uns den Hügel hochzubringen? Das wird schon. Ab durch den Zaun. So viele Lücken im Zaun.
Komm, komm, komm. Schaffst du es? Boing. Bisschen Reparatur da dran. Alles wieder heile. Dich einsammeln. Dann gucken wir mal, was es im Shop gibt. Okay, müssen wir ein bisschen vorwärts fahren, damit hier was passiert. Und hoch. Moment, hier ist eine Zwischenetage. Aber die macht nichts. Ist ein Aufzug. Und es gibt Aufzugmusik. Ich glaube, ich muss die Musik noch ein bisschen runter machen. Und ich glaube, hier mache ich eine wunderbare Pause.